was sie gebraucht. Wenn sie heute 4 oder 5 Schläge brauchen, dann tun sie ja ihren Schnitt sauber versauen. Ja, ich möchte den Durchschnitt nicht mehr verschlechtern, aber ich bedanke mich, dass Sie das so präzise ermittelt haben. Das hätte ich selber nicht gewusst. Ich stehe auch für solche Dienste gerne zu. Ich habe gesagt, die Sekunden vergehen wie im Flug. Alle haben ihre Position. Der Ministerpräsident steht so, dass wenn es spritzt, er gleich eine volle Ladung abbekommt. Wir zählen die Sekunden runter. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Die wirklich gar keine Böller sind, das sind keine traditionellen, sondern das sind sogenannte Blitzknallbomben, die das Signal in die anderen Festzelte transportieren, dass jetzt auch in den anderen Festzelten das Bier ausgeschenkt werden darf. Ein Augsburger Pyrotechniker macht diese 12 Böllerschüsse. So, jetzt gehe ich mal rum und schaue, wie sich der Oberbürgermeister beim Anzapfen anstellt, beziehungsweise beim Einschenken. Nachdem er, das fließt sehr gut, kann ich Ihnen sagen, das fließt ausgezeichnet, nachdem er ja jetzt relativ viel Schaum produziert, was zugegebenermaßen zwangsläufig ist, und er vorher auch dieses Fassbier einschlägt, ist er in diesen Minuten der weltberühmteste Schaumschläger. Aber ich kann Sie auch beruhigen, was ich hier sehe, es sind schon 10, 11, 12 Maß eingeschenkt. Auf diesen Krügen muss kein Warnhinweis stehen, Schaum gefährdet Ihre Gesundheit. Das schaut wirklich sehr gut aus. Frau Seehofer, Sie sind heute zum ersten Mal als First Lady in der Ansaugbox. Die ganze Welt schaut hierher, schaut zu. Wie geht es Ihnen als First Lady? Sehr gut. Ich habe eben schon mit der Wanderung gesprochen, wie viele drin machen, drin und da. Werden Sie achtsam das Auto haben? Nein, das macht er selber. Mann und kann er selber beurteilen. So, die Massen werden verteilt an die Ehrengäste, traditionell an den bayerischen Ministerpräsidenten als erstes. Weitere Ehrengäste, Gabriele Weißhäupter, die Wiesenchefin. Die Gattin des Ministerpräsidenten, die Bürgermeister, Herr Monatsäder, Christine Strobel, die Gattin von Herrn Kude, außerdem natürlich der Wiesenstadtrat. Und jetzt sind es nur noch wenige Augenblicke zum ersten offiziellen Rote der Gemütlichkeit. Auf die Wirtsleute, die Gastgeber, die Familie Schottenhaufen haben ihre Krüge. Es kann losgehen. Der Wunsch ist wirklich, es möge eine friedliche Wiesn werden. Die Wiesnstimmung kommt von allein. Auch die Wiesnwirte verdienen auf jeden Fall genug. Das ist nicht unser Problem, aber friedlich muss sie bleiben und da kann ja jeder dazu beitragen. Herzlichen Dank, Herr Dr. Wiesn. Ich muss Ihnen ein Kompliment machen, den Massenfaktor zu bereichern. Sehr gut. So, liebe Zuschauer. Bier wird getrunken. Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie ganz schnell auch ein Bier bekommen. Und dort, wo es Bier herkommt, auch steht meine Kollegin Eva Meyer. Im Grunde genommen an einem Platz, wo jede Sekunde zählt, wo keine Sekunde hergeschenkt, aber jede Menge Bier ausgeschenkt wird.